Grüß euch! Ja, wo ist er denn? Da ist er doch! Bin noch da, keine Sorge, keine Frage. So. Ganz kurz, wie meint ihr das? So, jetzt brauche ich. So, anscheinend habe ich einen zweiten Stream laufen. Mal ganz kurz Bescheid geben. Habe ich einen zweiten Stream laufen? Warum habe ich einen zweiten Stream laufen? Kann ja sein, oder? Tatsache! Tatsache, wieso läuft der nicht? Ganz kurz, schauen wir mal rüber. Bin gleich da, ich muss gerade ganz kurz was checken, weil ich angeblich zwei. Ja, doch, jetzt. Jetzt läuft's. So, kleine Anfangsschwierigkeiten, weil ich da anscheinend zwei Streams. Ja, hat die wohl zwei Streams gestartet, tut mir sorry, das war mein Fehler. Aber ich habe einen guten Mod, der hat aufgepasst, der hat gesagt, ich bin nicht da, wo du bist, oder umgekehrt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie noch schnell löschen kann. Kann ich das löschen? Löschen. Machen wir es über den Weg, dann ist der weg, weil nicht, dass dann sich andere verirren und die suchen uns ganz verzweifelt. Dann schauen wir mal ganz kurz, das dann machen wir das so. Dann ist der weg. Ja, genau. So, und jetzt läuft's. Jetzt sind wir da. Jetzt bin ich auch da. Sorry. Hat anscheinend zwei irgendwie Streams gestartet. Ich brauche nur einen, prinzipiell. Bergstoff. Da muss gleich eins loswerden in den lustigsten Kommentaren. Ich weiß nicht, ob ihr heute mein Video angeschaut habt. Notfüttern im Winter habe ich heute rausgehauen. Und den lustigsten Kommentar muss ich einfach mal vorlesen. Der ist eigentlich knapp. Brauche ich eigentlich gar nicht vorlesen. Aber ich möchte nicht, dass ich irgendwas falsch erzähle. Das muss jetzt sein. Vielleicht ist der Junge oder Alte oder wie immer Kollege da. Nichts gegen Alt oder Jung. So, ich habe heute das Video online gestellt. Notfüttern im Winter. Und da hat der werte Kollege als Antwort geschrieben, stümperhafte Notfütterung. Ausrufezeichen.
Ja, das würde mich jetzt gerne interessieren, was ich falsch gemacht habe. Habe den Kollegen auch geschrieben, woran er meine Stümperhaftigkeit erkennt. Ja, leider hat er mich nicht, noch nichts geantwortet. Aber ich fand das jetzt, das wollte ich, kann man mal, das fand ich heute schon wieder lustig. Na gut, egal. Trinke mal kurz einen Schluck, dann gehen wir ganz kurz in den Chat und dann geht's los. So, wer ist denn da? Ist überhaupt jemand da? Ja, hallo, die Walfi. Jupp, Hans, servus. Benedikt, Christian, Dieter, leck mir, Franzi, Honi, Anufaktur, du brauchst kürzere, brauchst viel kürzere Namen. Spieper, Kerstin, der Martin ist da, grüß dich Martin, bist du schon zu Hause? Matze, servus, Mike, Nils, der Kurt, oder? Jupp, der Kurt ist der Kurt, oder? Ich glaube Kurt. Weiß Kurt, wer Kurt ist? Rolf, grüß dich. Sepp, servus. Dumpfe, auch Grüße nach Österreich, servus. Und Tommy, klar, Tommy. Servus nach Schwedeck. So, ich habe jetzt fast schon Brand, gell? Tag war hart. Dann gehen wir wieder rüber zum Chat. So, irgendwas von Ärgern, ich möchte es mir ärgern. Das will ich jetzt nur kurz lesen, muss man. Ja, Tomfi, du ärgerst mich immer gern, gell? Das ist so, glaube ich, ein Hobby. Ich glaube, weiß nicht, das ist ein Hobby von euch? Wahnsinn. Den Bienenbastler ärgern. Andi, Gott, das können wir. Das ist ein Name. Andi, das ist ein Name. Das kann. Ja, Bilef, der hat die Kenntnis immer da, egal wo man ist, gell? Genau, Kurt. Keiner, das geht nicht, ich kann den Namen nicht aussprechen, keine Chance, das kannst du. Kurt, ich finde Kurt ist gut, also du willst einen Wunschnamen, dann nimm einen Wunschnamen. Aber Kurt finde ich gut, das kann ich aussprechen, das ist kurz und knackig. Ja, heute, ich weiß nicht, ob es im anderen Livestream, glaube ich, da war es drin gestanden, im neuen. Ich hoffe, dass es drin steht. Ich glaube, im neuen steht es drin. Ich bin jetzt schon öfters gefragt worden, für was, dass ich die Mini Plus verwende. Und ich würde auch da gerne nochmal ein Video mit dem Bin veröffentlichen. Aber da jetzt wirklich schon so viele gefragt haben, für was ich wirklich die Mini Plus nutze, und man denkt, hau das mal raus, wer Interesse hat, kann dazuhören, wer nicht, wird der Peter Lustig schon gesagt, abschalten. Und ey, Stefan, grüß dich, auch hier im dunklen Eck der kleinen Bienen-YouTuber. Also die Mini Plus an und für sich nutze ich ja wirklich als erstes wirklich als Spielkasten. Ne? Das ist für mich ein reiner Bienenspielkasten. Und was heißt reiner Bienenspielkasten? Ich nutze das als Puffer. Ich nutze das als Lager. Ich nutze das als Rettung.
So, was heißt jetzt das? Wenn ich jetzt 30 Königin begattet, also nicht ich begattet habe, aber begattet habe, oder 30 begattete Königin habe, und davon brauche ich vielleicht bloß 28. Durch eigenen Bedarf, durch Verkauf, durch weiß der Kuckuck, und habe halt nur 2 über. Dann ist mir persönlich schon passiert, dass die EWK schwärmen. Ist zwar jetzt nicht die Regel, aber ist mir schon passiert. Dann weiß ich ja nicht, wie lange ich die Königin nicht brauche, weil ich setze ja dann normalerweise wieder die nächste Zucht an. Sprich, wenn ich 30 habe, habe 2 auf Reserve und setze wieder 30 an, und mit viel Glück funktionieren auch die 30. Und funktionieren möchte ich jetzt nicht abwertend sprechen, weil es ist ja ein Tier, das hat ja nichts mit Funktion. Aber sag mal, die Begattung funktioniert, habe wieder 30 und davon bleiben wir wieder 2 über. Da haben wir vielleicht schon 4. Und ich brauche diese 4 Königin nicht. Ja, und in der EWK, da wachsen sie. Wie gesagt, ich hatte schon mal ein EWK-Schwärmchen. Hat zwar leider nicht überlebt, glaube ich, das möchte ich eben nicht mehr haben. Und dann kommt das Mini Plus ins Spiel. Ich habe ja EWKs, Mini Plus EWKs, auch Apidia, auch ein Baum-EWKs-Rämpchen habe ich auch. Und dann hänge ich die um in die Mini Plus. Das heißt, ich habe nur ein Rämpchen. Oder bei den Apidias habe ich vielleicht dann 3 Rämpchen, das ist so kleine Apidias-Rämpchen, die ich dann nebeneinander oder hintereinander hänge. Und die baue ich mir dann in die Mini Plus rein. Dann gibt es dann eine ganz normale Mittelwabe, oder vielleicht habe ich auch eine Mini Plus-Wabe, die ausgebaut ist. Und vielleicht habe ich sogar noch bestenfalls eine Futterwabe, eine Mini Plus-Futterwabe. Sprich, Futterwabe, mein Apidia, mein Mini Plus Rämpchen, mein EWK Rämpchen, wie auch immer, eine neue Wabe und vielleicht noch, wenn ich Glück habe, noch ein ausgebautes Rämpchen. Und dann gebe ich eine Futtertasche dazu und fütter die ganz langsam. Also, dass jetzt da keine Räuberei entsteht, versuche ich ja damit also beziehungsweise ich habe ja dann, weiß nicht, wenn ihr es gesehen habt, meine verschiedenen Mini Plus Böden. Und dann nehme ich meinen kleinsten Boden mit der Flugrohrosette und damit können sie es am besten verteidigen. Und dann fütter ich sie auch flüssig. Flüssig ist zwar risikoreich, da sie ja dann ausgeräubert werden können. Aber ich habe da meine kleine Fluglochrosette, dass die Mädels das richtig schön verteidigen. Und ich beobachte auch das Volk. Aber dadurch, ich flüssig futter, können die richtig schön bauen. So, ich gebe ihnen Mittelwände, ich gebe ihnen Futter, und wenn ich dann noch flüssig futter, dann geht das kleine Mini-Mini-Volk richtig schön ab. So, das ist meine erste Variante. Ich kann die Königin darin parken. Und das gefällt mir einfach tierisch gut, dass ich das einfach aus meinem EWK rausnehmen kann und dann eben in der Mini Plus parken kann. Des Weiteren kann ich ja manche sagen, also der erste Schritt ist hier parken. Des Weiteren ist auch, wenn ich jetzt irgendwas habe, ja, das wo nicht aus den Puschen kommt, ja. Das wo einfach nicht aus den Puschen kommt, kann ich es da auch einschlagen, kann ich es da hochpeppeln und kann das Ganze in der Mini Plus, wie gesagt, ich bin ja eigentlich Holzimker. Also ich liebe Holz und meine ganzen Wirtschaftsvölker sind in Holzzahn. Und wenn ich Erfolg im Holz, wenn ich mit Zahner zage, diese hat eine gewisse Größe. Ja? Und wenn ein Wirtschaftsvolk hat ja auch eine gewisse Größe. Also
müssen jetzt nicht mit der Temperatur so kämpfen, wie so ein, sagen wir, Faustknödel oder zweifrüstig von der Größe her. Die müssen ja mit der Temperatur mehr kämpfen, sagen wir mal, wie so ein normales Wirtschaftsvolk. Und wenn ihr so ein kleines Häufchen Bienen habt, ja, das tut sich natürlich viel einfacher in so einer Styroporbeute, in einer Mini-Plus-Styroporbeute, wie in einer, sagen wir, in einer großen Zarge, in einer Zanderzarge oder eben auch in einer Holzzarge von Mini-Plus. Klar geht das in der Mini-Plus auch, aber ich erleichtert es den Bienen tierisch, dass sie das einfach nicht so heizen müssen. Ja? Dadurch können sie viel mehr Energie stecken in, die Bau, in den Bautrieb. Dadurch kann die Königin mehr legen. Dadurch wächst das Volk viel stärker. Ihr werdet sie sehen, ich habe zwar, was mir ein bisschen stinkt, ich habe die zwei Mini Plus damals nicht gefilmt, wie sie im September in den Winter gegangen sind. Das waren eigentlich relativ, ich will jetzt nicht schwache Völker sagen, aber doch, die waren jetzt nicht stark. Ja? Und mittlerweile, ich habe jetzt vorgestern war, da war ich ein bisschen wärmer. Und da habe ich meinen Deckel oben raufgeklopft und da habe ich mal ein bisschen die Masse, die Bienenmasse gesehen. Oder auch beziehungsweise beim Winter, oder bei der Winterbehandlung, beim Träufeln habe ich die Masse gesehen. Also die sind echt schön gewachsen und das im Winter. Das heißt, man kann es wirklich schön gedeihen lassen. Ja. Wenn man so ein kleines Häufchen hat, kann man das in der Mini-Plus-Zarge wirklich schön gedeihen lassen. Ich habe zumal einen Fehler gemacht. Das war vor, warum meine ganzen Mini-Plus-Böden entstanden sind. Ich habe mal einen Mini-Plus mit drei Rähmchen. Die Königin war kurz vom Gas geben. Das war die Königin, weil die Bienen waren auf drei Rähmchen gesessen. Und die Königin war kurz, noch ganz kurz darüber zu bitten, die Königin war kurz vom Gas geben. Nur leider waren dann die Websen schneller. So, die Websen haben das typische Mini Plus Flugloch, das weiß nicht, hat das 4-5 cm und sowas, haben die Websen das voll und ganz angenommen. Und sind halt voll drauf gegangen, ja. Und haben mir das komplette, ja, voll ausgeräumt, was da noch an Futter da war, ausgeräumt, die Bienen zerstört, die Königin zerstört. Und das war echt, das hat mir in der Seele wehgetan und das war echt der Auslöser, warum ich die ganzen Böden oder warum ich meine Böden so umgebaut habe, wie sie jetzt sind. Dass ich sie besser verteidigen kann. Und da war nicht flüssig gefuttert, da war überhaupt so gefuttert. Die Webs waren halt einfach nur so aggressiv, die sind da reingekommen, haben noch Gas gegeben und haben das ganze Volk einfach nur zerstört. Ohne irgendwelche Zutun, da war kein Futter drin, da war kein Futter, aber da war kein Flüssigfutter drin, da war kein Futterteig aufgelegt. Die haben dieses Volk einfach nur zerstört. Das war der erste Punkt war halt einfach, ich kann das zwischenlagern, kann meine Königin dazwischenlagern. Das nächste ist halt einfach, ich kann irgendwie kleine Völkerchen da drin hochpäppeln. Weiter geht's, wie ihr jetzt in meiner Serie seht, das sind jetzt übergebliebene Königin, die ich nicht benötigt habe. Und ja, die kann ich jetzt quasi als Königin Reserve über die Winter nehmen. Ohne großen Aufwand. Man muss jetzt beachten, dass man das sind jetzt zwar nur Zweizager, viele sagen ja, Mini Plus Zweizager ist ein bisschen riskant. Ist riskant? Ohne Frage. Man muss nur selber wissen, was man da macht. Das heißt, man muss wissen, was da drin Futter ist und wie viel Futter sie verbrauchen. Wenn man das weiß, wann sie wie viel Futter verbrauchen oder wann es eng wird, dann ist das auch alles kein Thema. Dann kommen die wunderbar schön über den Winter. Und schwupps habe ich im Winter, beziehungsweise nach dem Winter, Reserven, entweder Königin-Reserve oder ich kann einfach
Ja, nahtlos mit meine, ja, mit, ihr werdet sie sehen, also ich werde mit den zwei Völkern, wo jetzt da, was ihr da auch erfolgt, mehrere Sachen gestalten. Und der eine Punkt wird sein, dass ich nahtlos mit den Völkern in die Zucht übergehe. So, man kann es kurz rübergucken zu euch. Wie geht es euch so? Tommy, was, warum hast du kein Mini Plus? Du brauchst Mini Plus, Tommy. Kommt, das ist mir dieses Jahr, also jetzt, Entschuldigung, im letzten Jahr auch aufgefallen. Ich habe letztes Jahr hab ich zu viele Mini Plus Völker oder hatte ich zu viele Mini Plus Völker. Also, wenn man Völker verkaufen möchte, ich war überrascht, dass so viel Interesse haben an Mini Plus, an Mini Plus Völkern. Also, das ist, kommt jetzt noch dazu. Man kann auch die Völker in der Mini Plus verkaufen. Jetzt sehe ich es ja erst. 37 Leute. Hau mich weg. Ja, das ist ja für mich, das ist ja das Rekord. Definitiv Rekord. Cool. Haben mehr. Achtung, ihr leckt mich am Bobs. Ja, ich bin schon gespannt. Das Thema Schnitzel, das juckt jeden, gell? Das, ich glaube, ich mache nichts mehr einen Schnitzelkanal auf. The best Schnitzel ever. Ja, lauter Daumenlose. Ja, es ist alles so gut. Bin da nicht so. So, was schreibst du denn da Schönes? Sind wir Schnitzer? Ah, oh, wie knapp. Ja, aber dann kann ich eigentlich mal richtig mal fragen. Ich weiß nicht, ob das den Anfang. Ob wir den Anfang mitkriegt. Also dann frage ich jetzt mal, was ihr davon hält. Was ihr davon hält? Von den Kommentaren. Also ich meine, ich bin da echt, ich bin da jetzt nicht angespannt oder ich bin da offen für sowas. Im Gegenteil, wäre interessant, wenn ich mal Kritik oder wenn er was Negatives unter meine Videos schreibt, dann warum? Dann kann ja ich auch lernen. Ich meine, das ist ja geben und nehmen, ist alles gut. Aber was hält ihr persönlich von so einem Kommentar? Wie gesagt, mein Video heute Sonntag, Notfüttern im Winter. Und dann kommt drunter stümperhafte Notfütterung. Was würdest du jetzt hier dazu sagen? Ist, oder was habe ich jetzt so schlecht? Ist Videoqualität schlecht? Ich meine, ich bin da offen. Wie gesagt, ich bin da. Aber wenn jetzt da geschrieben hat, schlechte Notfütterung, nimm mal an einen Futterteig, weil der Futterteig ist einfach nicht für diese Zeit geeignet. Das ist ja alles okay, aber ich habe ihn ja gleich geantwortet, woran er das erkennt, weil ich bin ja echt neugierig, ich bin ja so ein richtig neugieriger Typ. Was sagt ihr jetzt wieder? Ihr redet nur von Schnitzel, mach jetzt auf. Schnitzel, ja, machen wir mal Schnitzel, ja. Ja, genau, Frank. Eben, das ist halt immer so ein Kommentar, wo sie einfach, wenn er drunter geschrieben hat, pass auf, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, daran kannst du arbeiten, dann kann ich sagen, ja, dann arbeite ich dran. Oder dann kann ich auch agieren, aber mit so einer Ansage oder mit so einem Text kann ich halt eigentlich. Ja, Mike, dann überlesen. Löschen will ich nicht, weil ich finde es nett, dass er da geschrieben hat. Ja, Stefan, es gibt halt viele, die es besser können. Das stimmt. Also ich kann es ja auch nicht gut, aber der kann es besser. Das ist ja okay. Das, da dann, wenn das war,
Wertung verärgern tue ich mich nicht. Ja, doch, was, ey, nein. Mir ärgert es nur, dass er nicht dazu geschrieben hat, du pass auf, XY ist schlecht oder so. Das ärgert mich, ja. Wenn das dann nur so ein Hauptsache, ich habe was geschrieben, dann ist ja, wenn es wieder sagen. Aber wenn es ernst meint, dann ärgert es mich, dass es nicht geschrieben hat, du pass auf, das und das war jetzt vielleicht schlecht, das kannst du nichts mehr besser machen. Nur einfach jetzt schreiben, du bist ein Trottel. Da kannst auch nichts mehr machen. Du Hans, ich hab's ihm geschrieben, woran er meine Stümperhaftigkeit erkennt. Aber ist leider nichts zurückgekommen. Ja, Teil auf dem Rähmchen drücken, aber ganz ehrlich. Ja, lass jetzt so nicht zählen. Ja, Nils, gell? Ein Kabel durch den Schnee, das kann ich dir. Das, ja, gut. Das ist eine uralte Kiste, gell? Also, bevor jetzt der Neid aufkommt, das ist ein Baujahr 2002. Hobby habe ich schon ewig. Aber ja, stimmt, das kann ich nicht. Mit dem Kabel durch den Schnee. Ja, Frank, das stimmt, das merke ich jetzt, wie gesagt, ich habe ja, also du wisst es ja selber, seit Jahren kennst du mich jetzt genauso lange, wie ich auf YouTube bin. Ich habe das Ganze neu gestartet, aber man merkt schon, man muss sich da ein bisschen, ja, ein Fell, ein dickes Fell anschaffen, dass man sich da nicht wirklich jedes, ich mir jetzt nicht zu Herzen nimmt, jedes Kommentar zu Herzen nimmt, aber dass jedes Kommentar nicht so ein, ja, ich weiß nicht, ja, belastet. Aber ich glaube, das kann dann, also wenn man das nicht richtig verwerten kann, kann das schon einen belasten. Ja. Und wenn man neu startet, dann kann das einen schon belasten. Also wenn man am Anfang zu viel von den negativen Kommentaren kriegt. Ja, ich bin ja total begeistert von euch. Ich habe da wirklich einen super Start gekriegt. Ihr habt es ja unterstützt ja da total. Und es sind ja wirklich, ist jetzt mittlerweile ein super Haufen geworden. Und jeder ist da total perfekt, also da gibt es nichts Negatives über die einzelnen Leute. Wenn einmal einer einen negativen Satz loslässt, oder dann sind immer zwei Punkte, negativ und Kritik, ja, aber das, manche verstehen Kritik als negativ. Aber wenn man so ein, wenn man zu viele, so ja, was soll ich sagen, so Luftpumpen durch die Gegend oder so Luftpumpen anbauten hat, dann glaube ich, macht das einen schon. Oder ja, macht das einen schon zu schaffen. Aber sagen wir jetzt bei mir, das ist, da komme ich mir ab zum Beschweren, da sind 99% der Kommentare sind Hammer. Oder mit Fragen oder pass auf, mach's mal, probier's mal so. Das ist ja okay, probier's mal so. Heute erst der Erik hat geschrieben, du, probier mal Einsager. Punkt dran. Voll okay, der macht so, er gibt mir einen Tipp. Bitte jetzt mal an, hat mir gleich runtergeschrieben, pass auf, Einsager, machst so, machst oben ein Lehrrämmchen rein, probier es aus, sagt er, funktioniert besser. Ob ich es dann mache, das ist dann mein Problem. Er hat mich aber neugierig gemacht, muss ich ehrlich sagen, er hat mich mit dem Kommentar hat mich echt neugierig gemacht. Ich habe geschrieben, ich probiere es und ich glaube, ich probiere es nicht gerade mit Einfolg oder Zweifel, also ich werde es definitiv probieren, so wie er es geschrieben hat. Aber der hat halt, pass auf, warum nicht so? Und ich sage, ja, stimmt. Könnte ich testen. Er hat jetzt nicht gesagt, du musst das machen. Und ich habe gesagt, probier es mir aus. So was gefällt mir. Ja, dort, man lernt ja auch dazu. Und das ist wirklich, man lernt im Kreis, egal wo, man lernt wirklich immer dazu, wenn man möchte. Ja,
negative Kommentare kommen, das werden bestimmt immer mehr. Wie gesagt, ich bin jetzt da eher sanft gefallen, nehmen wir es mal so. Also bin da wirklich sanft in lauter positiv eingestimmte oder positiv gestimmte Leute gefallen, die halt wirklich nett sind oder ja, die halt normal sind. Also die wo sagen, ja, die ohne gleich so beleidigend sind, wenn irgendwas nicht so nach einer Linie geht oder wie immer. Also klar, zumindest wäre es sicherlich, wenn der Kanal wächst und was ich auch gern möchte, was ich wieder möchte, also brauchen wir jetzt nicht irgendwie, was soll ich sagen, ich stelle meine Videos auf YouTube und möchte aber nicht, dass mein Kanal wächst. Das ist ja schon, jeder möchte, oder jeder, die Bestätigung ist ja, wenn man YouTube macht und Videos online stellt, dass der Kanal wächst. Das ist ja die positive Bestätigung für einen selber. Natürlich möchte es ja jeder. Und klar, desto größer, aber desto mehr Wachstum, desto mehr positiv und desto mehr negativ. Also das ist, aber nur, Tommy, man muss halt auch vorher vielleicht das Glück haben, dass man am Anfang nicht so viel negatives Feedback kriegt, dass man auch die Motivation nicht gleich am Anfang verliert und sagt, nein, du, es bringt eh nichts, ich bin da eh unten durch oder es kommt nicht an. Gut, wenn es wirklich ankommt, wenn man sagt, das bringt nichts, dann muss man es auch lassen. Man, das muss so viel mitdenken, würde ich dann auch, wenn ich sage, das, was ich da bringe, das kommt einmal an, dann lasse ich es halt immer auch. Ja, Kerstin, das ist echt, am Anfang ist das ein bisschen tricky. Aber so what? Also ich habe jetzt halt in der kurzen Zeit, wo ich jetzt halt online bin, sage ich auf YouTube, so viele nette Menschen kennengelernt. Also wirklich nette Menschen. Und das möchte ich jetzt gar nicht mehr missen. Also das hat mir oder macht mir echt Spaß. Ich habe früher auch durch die Arbeit immer wieder viele Leute kennengelernt. Aber mittlerweile durch das böse C ist das alles ein bisschen eingeschränkt. Aber auch durch YouTube ist es wirklich, also ich habe jetzt wirklich so viele, mir hat es da keinen Namen nennen, aber wirklich nette Menschen und ja, das macht echt Spaß. Macht echt Spaß. Macht auch mit euch Spaß, so wie jetzt ihr da den ganzen Chat drin schreibt, macht Spaß wie Sau. Mein roter Fleck, könnt ihr das heute gar nicht erkennen? Kannst du es jetzt erkennen? Komm mal, ist die Kamera an? Ein roter Fleck, sagt er. Kann man es letzt? Kann man nicht lesen, gell? Kann man es echt nicht lesen? Warte mal, schauen. Kann man es nicht lesen? Ja, kann man halt schlecht lesen, ne? Das ist mein. Genau, Stefan, Bienenbastler on Air. Ein Werbeschild ist das. Aber es ist relativ weit weg für die Kamera wahrscheinlich ein bisschen blöd zu lesen. Ja genau, Hans, das ist meine Blutdruckanzeige. Jetzt geht's wieder schon. Jetzt haben wir meinen böswilligen Kommentar durch und jetzt ist es wieder von Rot auf Blau. Ah, der ist gut, Hans. Der Blutdruckanzeige, der gefällt mir. Cool. Ja, keine Ahnung, Matze, wenn ich Livestream mache, ich muss da immer mindestens 4, 5 so Fläschle da haben, keine Ahnung, aber es ist sau trocken. Also die Luftfeuchtigkeit.
Ja, Jupp, du hast ja Top-Abonnenten, das stimmt schon. Ah, super Sauhafer. Da gibt es gar nichts. Ja, zum Beispiel, ein Matze habe ich über Njupp kennengelernt. Das, ich glaube, weiß nicht, ob Matze, ob wir uns ohne jetzt ohne meinen Kanal kennengelernt, oder auch Herr Tumfi oder ein Hans, keine Ahnung, gibt es jetzt so viele, wo ich wahrscheinlich gar nicht, sagen wir, da sind 80% nicht ohne meinen Kanal kennengelernt. Also, wenn ich jetzt einen Namen nicht gesagt habe, bitte nicht sauer sein, gell, bin. Ja, Blutdruck ist auf Blau. Guck mal. Hat es das Grün, aber Grün? Oh, Grün ist krass, gell. Blutdruck ist ein Gell. Genau, jetzt sagt er einen Wasserstand von Honig an bei mir. Er weiß, beruhigt, ja, das stimmt. Ja, es kommt darauf an, weiß, beruhigt schon. Wenn du es zu früh hast, dann wächst der wieder auf, gell? Also dann immer, also muss man halt über den. Das ist ein kleines Zeitfenster. Das nüchtern zu schüchtern, bis auf und saufen, gell? Kennst du das ja, oder? Das war eine Diskothek immer der. Aber dass man das heute nicht so sch. Dass man das nicht lesen kann. Egal. Mal kurz nachschenken. Tumpfe, Mini Plus in Holz. Ob ich mal Mini Plus in Holz haben möchte oder kaufen würde. Wenn dann nur, wenn ich es mal selber baue. Also Mini Plus in Holz wird es bei mir nicht geben. Wenn man schaut, die Mini Plus Styropor kostet, auch wenn der Boden scheiße ist, ja. Aber wir haben ja gelernt, den Boden kann man umbauen. Boden, Sage, Deckel, ja, kostet mich 20 Euro. 19, 50, 95. Kommt darauf an, wo ihr das einkauft. Aber sagen wir mal, Styroporbeute Mini Plus, Einsage 20 Euro. So. Das kostet beim Holz, die Holzvariante kostet circa nochmal 10 Euro mehr. Warum? Na, gibt's, der Preis ist schon mal, und auch wenn ihr mein Video schaut, warum Styropor, warum Mini Plus in Styropor? Ich habe es ja, ihr seht es ja, ich habe meine Mini Plus auf 2 Zangen. Ja. Ich werde nie so einen Mini Plus Tower haben. Vielleicht mehr auf 3 Zangen und vielleicht mehr auf 4 Zangen. Glaube ich auch nicht. Naja, weil bei mir sind die Mini Pluser die übergebliebenen Königinnen, die wo sich dann noch irgendwas aufbauen, was irgendwas aufbauen müssten. Und da möchte ich einfach Styropor, dass sie das nicht noch zusätzlich heizen müssen. Was vielleicht nicht notwendig wäre. Preis, definitiv. Temperatur, also, na, jetzt bei mir, Holz wird es. Außer ich baue mir mal Mini Plus selber und da ich kein Styropor-Schäumer bin, werde ich mir, wenn dann was in Holz bauen. Aber bei dem Preis werde ich mir wahrscheinlich keine Mini Plus selber bauen. Obwohl man nicht wirklich viel selber bauen. Matzi, wann kochst du? Wo muss ich hinfahren? Gibt Essen? Habe ich irgendein Datum versäumt? Boah, ich hab Fragen, mich, was du willst. Jetzt hau er wieder auf, jetzt hau er wieder auf die Kacke, gell? Ein Poser, du Junge. Ein Poser!
Christian, meine Ecke ist rund, ja, Erding. Ah, genau, Franz, meine Ecke ist Erding. Ich komme aus Erding. Quasi, ja, Erdinger Weißbier, das ist der nächste. Nein, ich. Da war ich bin, gell? Du bist aber schon ein bisschen aggressiv, gell? Bloß war jetzt ein bisschen. Bavarien bin ich mir zu dringend schon mehr. Das wirst du sehen. Aber dann wirst du heimgehen. Gut, dann ist jetzt da. Nö, nö. Ja, Bavarien bin ich, gell? Und wo ist denn die, welches Eck ist die Bavarien bin ich? Hau mir raus. Vielleicht könnte ich halt noch hinfahren. Ja, nein, ich werde hingehen, weil ich höre schon nochmal. Dann ist er mal eingesperrt. Ja, jetzt hat Bavarien bin ich. Wo bist du her? Welches Eck? Der. Königsmoos. Das überhaupt. Königsmoos, das muss ich googeln. Ja, schauen wir mal auf Route, Routenplaner. Oh ja, da. Uiui. Ja, im Endeffekt nicht weit, aber doch weit. Das sind doch so knapp 150 Kilometer. Bayern-Zentrum, den kapier ich jetzt nicht. Den kapier ich. Ja, der wird das jetzt laut vorspielen, oder was? USA, unser schönes Allgäu. Da muss ich einmal hin. Kannst abspielen? Jupp, sicher, Daumen. Ich hab's mir jetzt nicht angehört, nicht, ob du das zum Schluss sagst, ich liebe dich oder so. Das wollen wir nicht, dass es da rauskommt. Drei Daumen, vier Daumen, das heißt, ich liebe dich und abspielen, okay. Also, Kerstin, du kriegst eine Live-Antwort vom Job. Was ich da alles möglich mache. Der wird das jetzt laut vorspielen, oder? Das wird dir das. Kurze Antwort geben, soweit es geht schneller für die Kerstin. OSB1-Platten heißt nichts anderes, weil von der statisch her nicht aussteifend. OSB2-Platten heißen statisch, also ein etwas mehr aussteifend. Und OSB3-Platten haben meistens mit Mund und Feder und sind in alle Richtungen statisch zur Aussteifung nutzbar. Das ist eigentlich der Unterschied. Sonst ist OSB-Platten sind alles das Gleiche. Für Bienenunterstände würde ich empfehlen, im Außenbereich immer Nut und Feder, senkrecht verkleidet und innen drin, meinetwegen mit OSB und die Zwischenwände mit Holzfaser oder Mineralwolle. Der wird das jetzt laut vorspielen, oder was? Der wird das jetzt laut. Ah, jetzt haben wir wieder Meister gehört, du leck mir Arsch. Alter, Foder. Wie meinst du das, ob ich eine Idee habe für die Mini Plus Ableger mit drei Rahmen? Also, ich habe einen Mini Plus Ableger in drei Rahmengröße. Habe ich davon schon erzählt oder wie meinst du das? Also ich habe da was, ja.
Gessen, hast du alles gehört? Wenn nicht, dann schick es dir nochmal. Per E-Mail. Dann passt. Gerstin, aber auch ein Tipp, wenn du so einen Freiständer bauen möchtest. Ich habe mir auch einen Freiständer gebaut. Ich habe mir da einfach nur aus dem Gerüstbau ein so ein Gerüstfeld gekauft. Und normalerweise sind quasi die Steher. Dann ist oben das Brett, wo man drüber geht. Und ich habe mir das einfach umgedreht, dass das Brett quasi unten ist. Da stehen jetzt meine Bienen drauf. Und habe mir oben einfach nur ein Dach drüber gebaut. Das ist Alu, super leicht, hebt mit der Querstrebe, total einfach. So ein Gerüstfeld, ein gebrauchtes, defektes, kriegt man relativ günstig. Bestimmt günstiger, wie du, wenn du die ganzen Platten was kaufen musst, aber es ist einfach stabil. Und was haben so ein Gerüstjub? Hör von weiter 4-5 Meter Länge, da kriegst du locker 4-5 Völker hin. Also mehr sogar. Wenn nicht, Kerstin, kann dir ja ein Bild schicken. Oder vielleicht habe ich das Bild da. Tumpfe, das kann ich dir nicht sagen, wie viel Königin. Das ist immer wetterabhängig. Darum sag, ich mag da keine Prognose machen, weil wenn ich jetzt sage, ich ziehe 60 Königin und dann wären es gerade 2, dann sagst du nächstes Jahr, warum hast du bloß 2 Königinnen suchen? Drum, ich hab mal ein Jahr gehabt, da war ich jetzt ist blöd froh um die 2 Königinnen. Letztes Jahr war ich sehr happy für mich, für meine Größe. Da habe ich über. Da bin ich um die 60 Königinnen gewesen. Sag mal so. 2021 möchte ich gerne das auch so anstupsen. Ob es funktioniert, kann ich natürlich nicht sagen. Das ist auch wetterabhängig, das Ganze. Mein Bienenbauwagen, den habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Der war ausgeschrieben für, also ich weiß nicht mehr, ob ich es ganz zusammenkriege. Ich glaube, für 350 Euro war er ausgeschrieben. Da war dann drin gestanden, Bienenbauwagen, also die Bienenbauwagen für 350 Euro mit Lieferung. Und da war ich schon ein bisschen stutzig mit Lieferung, dachte mir, ja, das ist wieder irgendwie so eine Abzacke. Dann habe ich angerufen, ja, und sage ich, Kollege, funktioniert, weil das wäre für mich eine Stunde Hinfahrt, eine Stunde wieder, also ich wäre 2 Stunden unterwegs gewesen. Ich habe einen gefragt, funktioniert die Achse, kann ich ihn bewegen? Sagt er ja. Ist das Dach einigermaßen dicht? Sagt er ja. Ist in dem Bauwagen irgendwie Müll drin? Sagt er nein. Sag ich, gut, dann bringen. Sagt er, wie bringen? Dann sage ich, du hast gesagt, Achse dicht, kein Müll, bringen. Wenn das so stimmt, wie du sagst. Ja, sagt er, das stimmt. Dann sage ich, kannst du mal bringen. 350 Euro. Dann ist er gekommen, hat ihn vom Anhänger runtergelassen, Achse dreht, hat mir das Dach so von Seiten angeschaut, war jetzt nicht beschädigt, alles gut. Mache ich die Tür auf, Autoreifen, mal sagen wir mal 10 Stück, Stoßstange, Teppich, Altöl, also es war Müll ohne Ende drin. So, ich Kollege, so geht's nicht. Dann machen wir jetzt gleich mal, weiß nicht, habe ich gesagt 300 Euro. Ich glaube, dann habe ich gesagt, machen wir gleich 300 Euro, dann kannst du ihn da lassen. Aber du hast gesagt, ohne Müll. Ja, sagt er, okay, 300 Euro. 300 Euro, passt. Und für 50 Euro habe ich dann das Ganze entsorgt. Reifen, also bei der Werkstatt, die haben das relativ günstig angenommen. Also die Reifen und das Öl haben die günstig angenommen. Beim Wertstoffhof habe ich den Teppich entsorgt, die Stoßstange. Das haben wir aber in Summe auch 50 Euro gekostet. Das war wieder auf die 350 Euro, glaube ich, oder waren es ein bisschen weniger.
Und da haben wir das, da haben wir aber das Coole war halt das, dass ich, wie im Video beschrieben, dass ich genau der Wagen, Türe hinten, ein Blech, ja, der ist aus Blech, der aus Holz, das ist ein Einachser. Genau das, was ich mir gewünscht habe, war das. Und er hat mir sogar quasi bis zur Haustüre, oder ja, hat mir direkt nach Hause gefahren. Und auch, blöd gesagt, für einen Bauwagen, sagen wir, um die, wenn du jetzt da reinschaust, teilweise verlangen sie für so einen Bauwagen 1000 Euro. Und für die 300 Euro brauche ich mich echt nicht beschweren, überhaupt nicht. So, wo bin ich jetzt hier stehen geblieben? Für 360 Euro? Alter, kaufen, ganz ehrlich, die verlangen für Binnenbauweg oder für Bauwegen, jetzt muss ich. Für Bauwagen verlangen die teilweise ab 8, also für 8 Euro ist schon fast ein günstiges, ist fast schon günstig, also für 360 Euro Kauf, wenn der fertig gebaut ist, erst recht, mir hat, also die Farbe, die, der war vorher richtig, so, wie der Bauwagen ist, orange, gemeine orange angestrichen und das im Holz wollte ich das nicht, weil dann sieht man es von der Weiten eben gleich. Da hat mir eben die Farbe nochmal 100 Euro ja, gekostet. Ist jetzt, ja, also jetzt nicht, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber ich wollte es. Und wenn jetzt die herkriegt, ist für 360 Euro und selbst, ja, das ist ein Schnapper. Kaufen. Wenn nicht, sagst du mir, wo der ist, dann kaufe ich den. Für 360 Euro. Da hole ich mir lieber noch mehr Bienen. Ja, also ein Bienenbaum sind wir auch mal. Also bevor man so eine Hütte kauft für eine Hütte baut und also für 300 Euro, kack. Vor allem, wenn mir der Platz mir nicht mehr so passt, ja, dann stelle ich halt irgendwo anders hin. Ja. Oder wenn ich mal vielleicht, ich bin jetzt kein Wanderimker, aber wenn ich mal sage, ich habe irgendeine Gegend, wo man vielleicht oft Raps ernten könnte, dann stelle ich halt dahin. Also. Aber was? Super. Ja, nach einer Party möchte ich jetzt da drin nicht mehr schlafen. Weil bis ich da hinkomme, da bin ich auch zu Hause. Und zu, von nach welcher Party überhaupt, gell? Jetzt bin ich irgendwo durchgerutscht. Achso, ein Freistand. Für 360, für 6 Völker, 5 bis 6. Ja, ist aber zwar nichts passiert, gell? Für 360 Euro. Ich sage ja, das ist. Na, wenn man schon rundum zumacht, gut, in 3 Stunden. Das ist. Also die Frage, wo möchtest du die? Möchtest du mehr so Richtung, sag ich jetzt mal, auf 8 Völker, dann ist es da gleich wieder zu klein. Sag, möchtest du vielleicht, oder hast du vielleicht gerade 3 Völker und sagst, ja, vielleicht nur 5, dann ist es optimal. Aber Matze, ich wandere nicht. Ich bin, na, das auch noch. Nein, ich wandere nicht. Dafür habe ich keine Zeit nicht und nicht das. Und mir hat schon gereicht, den Bauwagen zum, vom Platz A noch. Also es ist schon so eine. Wenn da vorher schon die ganzen Bienen kutschen, da würde ich mir eher ein Auto nicht umbauen.
Erstens bist du schneller von A nach B, kannst das Ganze schnell verladen. Also zum Wandern ist das, also zum normalen Wandern, also wenn man schnell A nach B fahren möchte, ja, okay. Aber zum wirklichen Wandern ist ein Baum jetzt nicht zum Empfehlen. Ich komme nicht mehr drauf an, bei welchem bin ich. Das möchte ich. Ja, ich. Ohne Worte. Genau, Maximilian, der muss verfahrbar sein. Aber du darfst nicht, theoretisch ist es wie ein Wohnmann, du darfst nicht länger stehen lassen. Ja, Mike. Gutes Nächtle, komm gut raus, schlaf gut. Danke, dass du da warst. Ja, wenn man mal, also immer einmal so lang das Getränk, dann ist bei mir schon wieder alles leer. Und dann war es das wieder für heute. Wer hat es gesehen heute, mein Video? Wen hat es gefallen? So auch so vom Einspieler her, mal ein bisschen was anderes. Ja, ein bisschen was anderes mit so einem Einschnitt vom Auto. Ich meine, als Imker hat ja, wie wenn man Wanderer ist, hat man immer die Schritte, die wo man aufnimmt. Und bei den Bienen hat man auch immer das Gleiche, irgendwie, da mein Ding, irgendwas muss da vielleicht lernen, ja, eine kleine Kleinigkeit. Ich habe viele Ideen der Königinzucht und Mini Plus. Kann ich nicht alles jetzt schon verraten? Kommt noch vieles, ja. Mini Plus und Königin Zug kommt noch vieles. Ja, Tumpfi, das ist kein A6. Hab mal einen A6 gefahren. Der hat aber jetzt, oder hatte damals 83.000 Kilometer und hat uns der Ross geschieden. Hier in Camillus, was heißt das? Du meinst jetzt aber nicht mich, oder? Baba und Mini Plus haben jetzt nichts zu tun. Nö, Franz, wie meinst du das? Stefan, ich kann bis zu den Bienen hinfahren, aber nicht mit meinem Auto. Also, kann ich auch, aber dann muss ich wieder so viel reparieren und das war mir eine Lehre. Da war der Unterbodenschutz ein bisschen beschädigt. Also ich bin alles alt, kann ich auch mit meinem Cabrio, das etwas tiefer gelegt ist, bis zum Bauwagen fahren, aber da geht mir meistens was kaputt. Aber prinzipiell kann ich hinfahren. Also mit einem normalen Fahrzeug komme ich bis zum Bauwagen. Ja, Ben, das ist voll das Imker-Fahrzeug. Doch auf, Zaun rein. Zum Beispiel eine Verteidigung, das Auto habe ich vor meiner Imker-Karriere, lang vor meiner Imker-Karriere. Das habe ich jetzt schon sehr, sehr lange. Das kann ich aber nicht mehr verkaufen, so lange habe ich das. Jojo, Rost, Massivrost. A6 2003 oder 4 Baujahr. Gerostet wie Schwein. Nach 5 Jahren noch Garantie voll gewesen, haben es 60% hat auch übernommen. Also das war damals das Auto von meinen Leuten. Und dann habe ich noch weitergefahren und habe gesagt, das war eine Katastrophe. Das Ding hat gerostet.
Frechheit. Aber ja. Ja, Jupp, Schwung hilft, stimmt. Man muss halt nachher die ganzen Äste dann unten wieder rausziehen. Ja, nein, stimmt jetzt. Ja, der Mini Plus habe ich jetzt schon die erste halbe Stunde, glaube ich, gut über Mini Plus gequatscht. Mini Plus kommt bei mir noch definitiv viel, viel mehr. Also es ist viel, viel, es kommt mehr. Also, ich meine, wir sagen mal, auch die Serie hat zwar ein bisschen gestockt, die Mini Plus Serie, aber nur weil ich jetzt halt nichts dran machen kann. Ich kann jetzt halt fünfmal die Mini Plus filmen, aber ich mache nichts dran. Das macht ja keinen Sinn. Aber ihr seht ja, ich möchte euch zeigen, wie ich jetzt die Mini Plus, also anders gesprochen, was ich an der Mini Plus gemacht habe, habt ihr auch gesehen. Sicherlich gehe ich privat rum und schaue. Aber wenn ich aufmache, wenn ich Futterrämpchen prüfe oder wenn ich wiege oder Varroa, das habt ihr alles gesehen. Also ich möchte auch zeigen, dass das mit den zwei Zagen, dass das funktioniert. Und jetzt auch kein großes Hexenwerk ist. Es ist man muss wissen, wie viel Futter das ich drin habe, wie viel Futter das ich einfüttern muss und wann sie Futter brauchen. Also ist, wenn ich so ein schwaches Volk habe, anders gesprochen, dann muss ich nur das Futter unter Kontrolle haben. Natürlich auch, also jetzt nicht nur, es ist schon klar, da gibt es Umwelteinflüsse und, aber zu 80%, also wenn ich die Varroa weglasse, ja, Varroa ist natürlich ein Riesenpunkt. Wenn ich aber die Varroa habe, ich immer, egal, großes Volk, kleines Volk, Varroa habe ich immer da. Die Varroa muss ich, egal wo ich bin, immer kontrollieren. Aber so ein kleines Volk ist der größte Problem das Futter. Und ihr seht wirklich alles, was ich an den Zweitsagern mache, seht ihr dann, klar verzögert nach 7, vielleicht 10 Tagen im Video, aber ihr seht es. Also das ist definitiv, kommt es raus. Und wenn es nicht hinhaut, wenn mir die morgen einen Herzinfarkt sterben, dann seht ihr das auch. Was ich natürlich nicht hoffe und ich möchte, aber wenn es so ist, dann zeige ich es auch. Ich habe auf der Mini Plus auch Folie. Also ich bin jetzt, da kommen jetzt die Jupp hauen. Ich bin kein, sag's mal schon, Deckel, wie heißt der? Na, sag's mal schon, jetzt komm ich nicht drauf. Ich habe Folie statt Folie, was, Jupp, sag's mal schon, was hast du für einen Thermodeckel? Ich habe keine Beuten mit Thermodeckel, bei mir ist alles mit Folie und zu. Ob Mini Plus, ob Wirtschaftsvölker, bei mir ist oben quer drüber die Folien. Lisbeth ist diese IBC. Ein Audi bringt ein paar Mini Plus rein, ja. Also wird es klar, das ist echt, bei meinem Audi ist hinten, da kriege ich genau ein Volk rein mit einer Zage und aber auch nur mit meinem tiefen Boden. Ist der höhere Boden, habe ich schon wieder verloren. Also nimmt dann das Auto von der Frau. Die schimpft dann wieder, aber das Auto, also das stimmt schon, ist jetzt nicht das direkte Imkerfahrzeug. Aber ich möchte jetzt auch keinen Geländewagen kaufen für die paar Meter. Ich habe einen Bullock, da fahre ich lieber mit dem Bullock her. Ja. Wachsmatten in der Styroporbeute habe ich noch nie, also in der Mini Plus habe ich noch nie gehabt. Da kann ich nicht mitreden. Habe noch nie Wachsmatten. Habe ich noch nie gehabt. Also ich habe keine Wachsmatten habe ich natürlich schon gehabt. Hab auch mein Lehrgeld zahlen müssen.
Wachsmatten in der Styroporbeute, also ich habe nur Mini Plus Styropor, habe ich noch nie gehabt. Weil sie anspricht, mehr von der Mini Plus, es gibt definitiv mehr von der Mini Plus. Königin zurückkommt. Was? Warum ich den Teig aufgeschnitten habe heute? Also heute zeigt am 25. Also theoretisch kannst du einfach nur die Folie aufmachen, drauflegen. Also habt ihr das Ding nicht. Aber wenn ich ihn aufschneide, mittig, also wenn ich jetzt die Fläche habe, dann schneide ich meinen Futterteig auf, dann wird er logischerweise die Hälfte. Dadurch kann ich habe so viel Luft über mein Rähmchen, kann den Futterteig drauflegen und brauche oben nicht, ich habe zwar so eine Futterzange, die ich umdrehen kann, um den Space zu erhöhen, sag ich jetzt mal, aber das hast du mir gerade geschrieben, oder? Ah ja. Jetzt ist sie weg. Schüchtern, wie sie ist. Jetzt habe ich den Faden fast so lange. Also ich habe so viel Luft, Rämmchen, Deckel, schneide es auf und kann den Futterteig drauflegen. Wenn ich ihn runterdrücke, kann ich den Deckel drauflegen und das schließt wieder alles sauber ab. Ja, ich habe keinen. Mit dem starken Futterteig, wenn ich den Deckel drauf lege, dann habe ich so viel Luft, dann könnte man theoretisch eine Maus rein. Deswegen mag ich das nicht. Deswegen drücke ich das runter. Ich habe noch eine Futterzange, die nur so hoch ist, die könnte ich dann quasi umdrehen und könnte auch den Futterteig auf der einen Seite hinlegen. Das geht natürlich auch. Aber ich wollte deswegen habe ich es so gezeigt, weil wenn einer die Futterzange nicht hat, dann weiß er, wie es auch gehen würde. Stefan, verstanden, wie ich das meine? Oder? Also verstanden, okay. Also. Das ist nur, dass ich den Deckel schön wieder bündig verschließen kann mit der Zange, dass ich da irgendwie nicht irgendwo ein kleines Löchlein für die Maus lasse. Deswegen eben halbieren. Und damit habe ich eigentlich, muss ich sagen, sehr gute Erfahrung gemacht. So gefallen mir das. Wie gesagt, wir waren nur eine Futterzange. Aber es funktioniert so ganz schön. Ich nehme halt meinen Futterteig und lege den auf den Heizkörper. Dadurch ist der so richtig schön, kann man richtig schön kneten. Da kann man auch schön schneiden. Aber das war jetzt ein bisschen blöd mit der Kamera und dass man so jetzt aufs Bild, aber normal kann ich den schön schneiden. Und dann kann ich den wirklich schön über die Bienen drauf legen. Hat noch jemand irgendwas, was richtig brennt? Jetzt haben wir über eine Stunde. Ich glaube. Geh ins Bett. Ja, das hast du mir gestern gesagt. Wenn meine Frau einmal in die Kamera kommt, dann bin ich raus. Habe ich verloren im Geschäft. Darum sage ich, da habe ich extra am Boden so ein Gebeband. Ja. Bis dahin darf sie, aber nicht weiter. Ah, Jupp, du machst mich fertig. Ja, Frauen und Männers, ich sage Dankeschön
Ich sage Dankeschön. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Bleibt super brav. Ah, dann wird mein Kanal durch die Decke gehen. Jupp, ich hab's verstanden. Du kannst jetzt noch länger darauf rumreiten. Na, Männers, beziehungsweise Frauen und Männers, ich wünsche euch was. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Schön, dass ihr da wart. Keine Sorge, zum Thema Mini-Blust wird es einiges, wird es noch einiges geben. Zucht, überwintern, starten, ach, da kommt bestimmt noch für jeden was, wird für jeden was Interessantes dabei sein, weil ich finde persönlich ist die Mini Plus vor allem auf YouTube noch nicht ausgelastet. Jupp, ich habe gerade Ansage gekriegt, ich darf nichts Falsches sagen von der Frau. Da kommt noch einiges, was ich schon länger habe, zum Beispiel, aber nie auf YouTube zum Beispiel gesehen habe. Nichts Dramatisches, aber ja, egal. Sei es drum, ich sage danke, wünsche euch einen schönen Abend. Schaut noch ein bisschen Fernsehen, macht noch einen schönen Mittling oder wie auch immer. Ansonsten, man sieht es hier. Was kann ich, wenn das nächste Video rauskommt? Ich glaube am Donnerstag. Oh, ich glaube Donnerstag. Genau. Also, ich hau ab. Ich lege jetzt hin. Anders mal. Grüß euch.